geht, komm rein. Die lang ersehnte Wohnungstour. Wahnsinn, dass ich sowas mal sagen darf. Geil. Also Freunde, das ist meine Wohnung. Also eigentlich sieht man jetzt schon alles. Es gibt hier gar nicht so viel zu zeigen, deswegen das Video wird auch, glaube ich, gar nicht so lang. Eigentlich wollte ich meine Wohnung actually so ein bisschen privat lassen, aber haben sich sehr, sehr viele gewünscht, dass ich euch die mal zeige. Deswegen, es ist jetzt nicht mehr nur mein Setup, was ihr eigentlich jetzt schon seht, sondern es gibt hier ein bisschen mehr. Ich habe eine Küche. Ich habe ein Bad, richtig geil. Ich habe auch einen Schlafplatz, super. Ich zeige euch mal ganz kurz zu Anfang den Eingangsbereich. Da standen wir eigentlich jetzt schon drin. Ich mache mir hier ganz kurz das Licht an. Oh, falsch, das ist ein bisschen cringe jetzt. Und zwar hier an die Wand, da kommen mal mein Playbutton hin, beziehungsweise meine zwei Playbuttons. Ich habe bisher nur einen, aber der zweite Kanal, der läuft super. Gerne mal mehr Alvi abchecken. Kommen auch sehr, sehr coole Fortnite-Videos. Hier, kleine Fußmatte. Ich habe hier ein paar Schuhe jetzt gerade noch stehen, die ich halt gerade momentan benutze. Dann hier Sonnenbrillen, meine Schlüssel, Portemonnaie, das, was man halt so braucht. Dann gehe ich weiter mal ins Bad. Ich habe hier, ja, das Nötigste. Kommen wir hier ganz kurz durch. Ich habe hier so meine oder warte mal, ich mache mal das Licht an, wahrscheinlich sieht man das, glaube ich, besser. Hier so mein Duschzeug, Cremes, Lotions, weil ich muss ja immer clean und fresh für den Stream aussehen. Hier meine Parfums, dann habe ich hier gut Waschbecken, Dusche, Klo, was soll ich hier erzählen, Freunde? Ich finde den Spiegel sehr fancy, der war schon im Vorhinein in der Wohnung drin, auf den bin ich irgendwie ganz, ganz stolz. Dann kann man geile Bilder anmachen, so, yo Freunde, ich bin jetzt gerade live, was geht? Kommt dann in den Stream. Gehen wir mal weiter und zwar, ich kenne mich ja in meiner eigenen Wohnung nicht aus, wo ist der Lichtschalter? Dann hier ist so eigentlich mein Setup, die Küche und Essbereich, Hintergrund vom Setup, Chill-Area, alles gleichzeitig. Es ist, by the way, eine 1,5-Zimmer-Wohnung. Quadratmeter, 42 Quadratmeter, also richtig süß. Aber taugt mir richtig. Für die Leute, die gar nicht wissen, wo ich lebe jetzt in München. Genau, dann sind wir hier bei der Küche. Gut, ist meiner Meinung nach wirklich wahnsinnig viel Platz für die Quadratmeteranzahl, die die Wohnung eigentlich hat. Das steht hier rum, Küchenutensilien. Ich habe hier was sehr Süßes von meinem Opa geschenkt bekommen. Der ist nämlich Hobbykünstler, also mein Opi, der ist jetzt auch schon 70 natürlich, aber der macht das sehr, sehr gerne. Und dann hier auf der Seite mein Essbereich. Dann habe ich hier zwei Stühle, mein Playbutton. Der kommt, wie gesagt, halt in den Eingangsbereich noch rein. Aber bisher steht er halt eben da rum, weil ich kann ihn auch leider nicht an meinen Streaming-Hintergrund anlehnen, weil davor hatte ich ja in meinem damaligen Zimmer, hatte ich ja noch eine Wand, wo ich den anlehnen konnte. Dann konntet ihr den auch während dem Stream immer begutachten, dass ich 100.000 Abonnenten auf YouTube erreicht habe. Ist aber jetzt, steht jetzt hier rum. Ist mir aber wichtig, dass ich den oft sehe, weil ich bin da. Ich muss sagen, ihr seid super. Crazy Support von euch. Kuss, Kuss, Kuss. Dann haben wir hier einen kleinen Tisch und einen einzigen riesengroßen Boss-Sessel mit so zwei noch kleinen Sitzsäcken, falls eben Leute vorbeikommen, wie zum Beispiel Johnsy, der vielleicht auch das ein oder andere Mal zu Spieleabenden vorbeikommt. Und wie in den Fortnite-Challenges auch immer ganz oft verliert. Deswegen Johnsy auch gerne mal einen Kommentar da lassen mit ewiger Zweiter. Vielleicht liken die Leute das hoch, ne, damit sie dir verdeutlichen, dass du auch der ewige Zweite bleibst, Bruder. Dann haben wir hier meinen Streaming-Hintergrund. Ich habe hier mein Bonsai. Dann haben wir hier eine Marshall-Box, auf die bin ich ganz, ganz stolz. Das ist richtig cool. Dann haben wir hier noch ein Lämpchen, kann ich die Farbe einstellen. Zum Beispiel an Weihnachten stelle ich das ja immer so rötlich ein. Sieht dann immer aus wie im Rotlichtviertel, aber ihr feiert das, deswegen mache ich das für euch. Dann haben wir hier in den Kisten, habe ich ja meine Socken, Unterwäsche. Ich habe noch ein bisschen Kamera-Equipment dort verstaut. Bürokratischer Kram halt eben, ne? So Papierzeugs. Wir haben dann hier natürlich auch noch einen Schlafplatz, ne? Schlafbereich. Und ich habe einen Schrank für meine Klamotten, das reicht auch voll und ganz aus. Wir haben keinen Fernseher jetzt irgendwie an der Wand, ich habe da nur noch irgendwie noch meinen alten Rettungsring, der war zum Beispiel damals hinter meinem Setup. Kennt vielleicht auch noch einige von der damaligen Roomtour. Ja, dann hier noch mein Schrank. Sieht man vielleicht jetzt nicht viel, kann ich jetzt gar nicht so bewegen, weil ich habe hier Hanteln noch da stehen. Ich kann die mal kurz wegrollen. Shirts, Hosen, Mäntel, Pullis, da machen wir den auch zu. Ich habe vielleicht irgendwann vor, da so ein kleines Licht reinzubauen, dass wenn man so den Schrank aufmacht, dann so ein Licht aufpoppt. Das hat meine Schwester zum Beispiel, bin ich ein bisschen eifersüchtig drauf. Ist sehr, sehr cool, wie die das da gemacht hat. Dann gehen wir mal weiter und zwar zum Setup. Das wollen wahrscheinlich auch die meisten sehen. Setup mit meinen zwei Monitoren. Ganz viele von euch, auch wenn wir eure Setups anschauen, ihr habt einfach drei Monitore. Das ist völlig verrückt. Mir reichen zwei völlig aus. Ich sehe dann hier immer den Chat. Dann ist hier mein Gameplay. Der Bildschirm ist verbunden mit meinem Streaming-PC.
Das ist mein Gaming-PC hier oben und damit spiele ich dann immer. Also das ist dann auch dementsprechend der 240-Hertz-Monitor, das ist ein 144-Hertz-Monitor. Dann haben wir hier meine Handcam, die über mir schwebt, die ab und zu mal disconnected, aber all good. Dann haben wir hier eine Sony Alpha 6000. Ich habe noch kein Objektiv drauf, aber das reicht auch vollkommen aus. Dann haben wir hier eine Elgato Keylight, noch ein Stream Deck. Ich habe hier eine Apex TKL, also das ist nicht eine 60% Tastatur, will ich mir aber bald holen. Dann haben wir hier eine Logitech G Pro Superlight. Das ist eine ganz normale Corsair Maus, die benutze ich nicht fürs Gamen, sondern das ist einfach nur eine Maus, die ich für den Stream benutze, um eben die Szenen zu wechseln und sowas. Dann haben wir hier noch eine Razer-Tastatur, die ist auch einfach nur für den Stream gedacht, also hat nichts mit dem Gaming an sich zu tun. Dann hier noch das Mauspad von RZ Gaming, von Rubix und Zeronix, vielen Dank dafür, haben sie mir kostenfrei zukommen lassen, danke für den Support, Jungs. Und noch ein Armsleeve, auch sehr stark. Was ich in den PCs verbaut habe, das seht ihr bei meinem PC-Specs, einfach auf meinem Twitch-Kanal, könnt ihr abchecken, falls euch das irgendwie interessieren sollte, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und genau, mein Stuhl, den will ich auch bald mal wieder upgraden. Das ist ein DexRacer. DexRacer, absolut Standardversion, hat einen Huni gekostet und der taugt mir absolut. Ich habe den schon seit, keine Ahnung, mit Sicherheit 5 Jahren oder sowas. Dann haben wir hier unten noch neben meinem Setup, ich weiß nicht, ob ich die aufhängen werde, aber vom Schriftsteller Hergé, das ist ein Belgier, und zwar Tim und Struppi, die waren damals auch in meinem Kinderzimmer und die fand ich ganz cute, damit so ein bisschen Farbe reinkommt. Genau, ein Bild hängt schon, aber ich bin eben am Überlegen, ob ich die jetzt einfach da stehen lassen soll, weil das sieht eigentlich auch ganz clean aus. Und genau, sonst gibt es, glaube ich, gar nichts mehr, was ich euch noch zeigen kann, außer dass ich hier noch einen Spiegel habe, damit ich immer fresh bin für den Streamerino und für die Videos. Und sonst war es das. Das war es so mit der Wohnungstour. Falls irgendwelche Upgrades kommen oder, ich weiß nicht, irgendwie was Neues kommt für mein Setup, dann wird irgendwann mal wieder eine Setup-Tour kommen, wo ich das Ganze irgendwie genauer zeige. Aber ich glaube, dass sich jetzt erstmal hier nicht so viel verändern wird, weil das war natürlich auch Arbeit, das Ganze hier einzurichten, damit es endlich mal schön aussieht. Deswegen, falls euch die Wohnungstour gefallen hat, gerne ein Like da lassen, den Kanal kostenfrei abonnieren. Vergesst auf gar keinen Fall im IT-Shop den Creator-Code AIVW einzutragen. Und sonst soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao. Perish, this shit high.